Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen ersten Videobeitrag in einer Reihe, die wir mit dem Philipp Madatana drehen, dem Gründer und CEO vom Campaigning Büro, in der Öffentlichkeit mittlerweile auch bekannt als der Kanzlermacher. Wirklich eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, unternehmerische Geschichte. Philipp, super, dass du da bist. Danke, dass du all deine Learnings der letzten Jahre mit uns teilen willst und teilen bereit bist zu teilen. Und bin gespannt sozusagen auf das, was alles in unseren Serien auf uns zukommt. Danke, fürs dabei sein. Danke dir, Jan. Danke für die Einladung. Ich freue mich extrem, hier zu sein und mit dir das Gespräch zu führen. Wir haben ja schon das ein oder andere spannende Gespräch gemeinsam geführt. Es war immer extrem inspirierend, auch für mich. Ich freue mich sehr, da heute beim Podcast mal live vor Ort zu sein. Danke sehr für die Einladung und ich hoffe sehr, dass ich was beitragen kann. Ich werde mein Bestes geben. So ja, voll. Fest, ja? Wir haben uns, glaube ich, vor circa 2 Jahren bei dir im Büro kennengelernt. Eine unfassbar spannende unternehmerische Geschichte schon damals. Heute noch unfassbar spannender. Mittlerweile Campaigning Büro noch einmal, glaube ich, im Vergleich zu unserem letzten Gespräch im Personal und Umsatz verdoppelt oder vielleicht sogar verdreifacht. Wie ist da der Stand? Verdoppelt wird es wahrscheinlich sein. Wann haben wir uns getroffen? Vor 2 Jahren, glaube ich, circa. Ja, das kann dann hinkommen. Also wir haben alleine 2019 wieder ein Wachstum von 50%, was extrem großartig ist und was uns sehr freut. Wir versuchen ja wirklich herauszufinden, was möglich ist mit dem Ansatz, den wir als Campaigning Büro vertreten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Jahr hat sich toll entwickelt und ich freue mich sehr. Aber ich freue mich vor allem, dass es auch so, wie soll man sagen, das Wachstum auch so fast schmerzfrei. Man hat natürlich immer Schmerzen beim Wachstum und je mehr vorangeht, umso mehr passiert natürlich auch. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber es ist doch eigentlich auch sehr, würde sagen, sanft oder geordnet über die Bühne gegangen, was mir extrem stolz macht. Also habe ein tolles Führungsteam, das den Laden jeden Tag herausragend schupft und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Das war einer der Milestones, glaube ich, der letzten 2 Jahre, auch ein Führungsteam Absolut. Zu etablieren. Kannst du uns vielleicht da ein paar Learnings schildern? Wie hast du das gemacht? Also ich bin ein Struktur-Junkie, das muss man vorausschicken wahrscheinlich, wenn wir darüber sprechen. Also ich bin ein Freund klarer Strukturen und klarer Ordnung. Was nicht bedeutet, dass jeder bei uns im Unternehmen mit einer Visitenkarte oder einem Titel auf der Stirn herumläuft oder mit einem Türschild, hinter einem Türschild sich verstecken darf. Nein, das ist es nicht. Aber ich bin schon ein Freund extrem klarer Ordnung und auch klarer Führung, weil ich glaube, dass das der einzige Weg eigentlich ist, um wirklich Wachstum zu ermöglichen. Weil gerade wenn man in, würde ich mal sagen, personalintensiven Unternehmungen unterwegs ist, was ist die einzige Chance, die man hat? Und ich glaube, es ist Führung und Kultur. Ja? Natürlich sind auch Systeme ein wichtiger Aspekt. Ja? Aber gerade wenn wir in sehr dynamischen Umfeldern agieren, wie es mein Unternehmen tut, wie es dein Unternehmen tut und vermutlich viele Unternehmen der Menschen, die heute zuhören und zuschauen, auch tun, dann, glaube ich, ist es nicht nur über Systeme und Prozesse zu lösen und dann braucht es auch was anderes und da sind, glaube ich, Kultur und Führung die Antworten, die es braucht und ein Aspekt von Führung und Kultur ist natürlich auch die klare Etablierung von Strukturen, von Verantwortungsstrukturen und das heißt in meinem Fall oder in unserem Fall, dass wir vor 2 Jahren uns dazu entschieden haben, eine Geschäftsleitung zu etablieren, also neben mir auch 3 Menschen zu etablieren, die die unterschiedlichen Bereiche des Unternehmens verantworten. Ein vierter aus der Geschäftsleitung hat mittlerweile ins neue Unternehmen gewechselt, Business Gladiator. Das, aber ich glaube, darüber sprechen wir später noch. Wie ist es zu dieser Gründung gekommen? Vielleicht, bevor ich dich das frage, noch einmal der Pitch von Campaigning Büro. Hat sich auch da was weiterentwickelt? Weil du bist ja ständig auch am Evaluieren, welche Geschäftsfelder sind synergetisch, welche können das Kerngeschäft und das Kern-Know-how ergänzen? Ja. Also ich glaube, der Gedanke von Campaigning Büro ist unverändert. Es ist die Annahme, dass es neue Zugänge braucht in einer digitalisierten Welt, um Menschen für die eigene Sache zu begeistern und zu bewegen. Dass wir nicht mit einzig und allein kommunikativen Ansätzen dorthin kommen, sondern dass wir, wenn man so will, altes und neues Wissen dafür vereinen müssen. Was meine ich mit altem Wissen? Es sind immer alle überrascht, wenn ich sage, wir können von der Politik extrem viel lernen, greifen sie alle auf den Kopf und sagen, um Gottes Willen, was wollen wir von der Politik lernen? Aber wenn wir genau hinschauen und uns moderne politische Bewegungen anschauen, wie die funktionieren, wie die in der Lage sind, Menschen ins Boot zu holen und auf einer Basis auch zu aktivieren, dass diese Menschen selbst Teil einer Sache sein wollen, sich selbst auch als Teil einer Sache betrachten wollen, was beitragen wollen, sich informieren wollen, also dieses Gefühl auch in Menschen auszulösen, der Teilhabe und auch des Teilseins einer Sache, dass einem das gelingt oder wie einem das gelingt, das lernt man tatsächlich in der Politik. Im unternehmerischen Bereich, ich habe internationale Betriebswirtschaft studiert, da lernst du vor allem eins, wie hast du deine Kosten unter Kontrolle, wie machst du dein Controlling, was ist mit deinen Finanzen und von mir aus noch, wie machst du Sales. Ja? Wir merken doch alle, dass man mit klassischen Sales-Instrumenten heute nicht mehr vorankommt. Ja? Ja. Jeder wird zugespammt mit irgendeinem, Entschuldigung, Müll von irgendwelchen Unternehmen. Kein Mensch wartet auf irgendwas da draußen und deswegen ist der eigentliche Schlüssel und die eigentliche Kunst, wie schaffe ich es, Menschen in eine Situation zu bringen, wo sie selbst Teil einer Sache sein wollen
Und dieses Gefühl der Teilhabe, dieses Gefühl der Zugehörigkeit, wie man das schafft, das lernt man in der Politik. Und deswegen ist eigentlich der Pitch, wenn du so willst, des Campaigning-Büros unverändert. Es stammt unsere DNA aus dem politischen Bereich und wir haben sie mittlerweile erweitert im Bereich der Unternehmen, der Corporate-Anwendungen. Aber es geht immer noch ums Gleiche. Es geht um die Frage, wie schaffe ich ein Gefühl der Zugehörigkeit bei Menschen und damit die Basis auch für einen fruchtbaren kommerziellen Austausch. Ja? Also Beziehungen eigentlich vor Transaktion. Ja? Etwas, was sie aus meiner Sicht in den letzten Jahren total umgekehrt hat. Früher war es ganz einfach, du hast an jeden alles verkaufen können und danach hast du CRM gemacht, Customer Relationship Management. Aus meiner Sicht ist heute genau umgekehrt. Du musst heute CRM machen, also Beziehungsaufbau und dann kannst du verkaufen. Und genau das ist der Gedanke von Campaigning. Ist das eine Methodik, die du selber entwickelt hast oder hast du das gelernt? Du hast dir sehr viel von Obama abgeschaut, was die in Amerika studieren, wirklich perfektionistisch alles aufgesaugt und nach Österreich gebracht. Beides. Ne? Also ich würde mal sagen, ich habe wenig davon auf der Uni gelernt. Ja? Das muss ich gestehen, wenngleich schon eine Ausnahme dabei ist. Ein Schwerpunkt von mir auf der Uni war Organisationsentwicklung, also Organisationstheorie. Wie funktioniert Menschen im größeren Ganzen. Das ist der einzig theoretische Teil, der Teil unserer Methodik ist. Darüber hinaus würde ich meinen, ich habe viel gelernt aus der klassischen Kampagnenführung in meiner Zeit in der Politik, habe dann aber schon eines gemacht, ich habe über den Tellerrand hinausgeschaut und habe geschaut, okay, was tun die in den USA? Was hat Obama damals gemacht, 2008, revolutionär? Ja? Was tun die, um Menschen digital ins Boot zu holen und dann tatsächlich auch aber offline zu aktivieren? Und habe dann im Endeffekt eine eigene Mischung angesetzt, wenn man so will, dass wir heute als den Movement-Campaigning-Ansatz bezeichnen. Und diese Mischung ist im Wesentlichen ein Ansatz, der sich am Schnittpunkt von Kommunikation auf der einen Seite, Organisationstheorie, Verhaltensökonomik auf der zweiten Seite und dann Technologie auf der dritten Seite sieht. Und das ist unser originärer, auch methodischer Ansatz, mit dem wir seit dem ersten Tag eigentlich aktiv sind. Bevor wir jetzt um den Business Gladiators kommen, vielleicht noch eine spannende Frage, die mir jetzt eingefallen ist. Wie war dein Entwicklungsweg von jemanden, der in der Politik tätig war, zum Unternehmer? Wann hast du das gespürt, dass du eigentlich ein Unternehmer bist? Du bist einer, der brennt, der diese Begeisterung hat und sozusagen wirklich mega stark ausstrahlt. Wann ist das rübergeschwappt? Es kommt die große Enttäuschung. Ich wusste es noch nicht in der Sandkiste. Ja? Also ich hatte keine Ahnung und ich habe die Erkenntnis extrem spät gewonnen. Um ehrlich zu sein, ich habe damals meinen Job in der Politik 2011 hingeschmissen, als mir mein Chef abhanden gekommen ist durch Rücktritt, habe ich mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, aus diesem Rad auszusteigen, weil es gibt ja wenig Gelegenheiten, aus der politischen Maschinerie heil rauszukommen. Also im Regelfall geht man entweder kaputt raus oder nie. Ja? Das ist eigentlich der übliche Fall. Also da einigermaßen heil und unbeschadet rauszumarschieren, ist eher die Ausnahme. Ich habe mir gedacht, ich versuche es zumindest. Und habe meinen Job hingeschmissen und wusste eigentlich nicht, was ich mache. Ja, okay. Also ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe nur gewusst, das ist es nicht mehr. Habe dann für mich entschieden, ich muss unbedingt einen MBA machen, irgendwo im Ausland an einer Elite-Uni studieren, um mich sozusagen reinzuwaschen von diesen ganzen politischen Dingen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und ja, wie das Leben so spielt, oder der berühmte Spruch, Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne macht, hat es damals sich auch nicht so entwickelt. Nämlich, ich habe dann ein Angebot bekommen, ein Kollege von mir ist an mich herangetreten und gesagt, du hast ja jetzt Zeit, ne? Also was tust du mit der Zeit? Ich habe gesagt, ich bereite mich auf den MBA vor, auf die Prüfung, aber ein Projekt. Ne? Und ich habe gesagt, okay, das mache ich, das kann ich notfalls auch nebenbei machen. Und dann ist es so weitergegangen und ich habe dann tatsächlich für mich an einem Punkt entscheiden müssen, okay, was ist das jetzt, was da passiert? Also offensichtlich war Nachfrage nach meiner Person. Und habe dann theatralisch, wie ich bin, an meinem 30. Geburtstag, einen spannenden Moment gehabt auf meiner Couch sitzend, wo ich mir gedacht habe, Halleluja, ich bin 30, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich tue, wie furchtbar ist das denn? Ja? Also ein kurzer Anflug von Pre-Midlife-Crisis und habe dann ein spannendes Interview gelesen damals, das mich eigentlich mir den entsprechenden Kick versetzt hat. Das war lustigerweise von der Condoleezza Rice, ja, die ehemalige US-Außenministerin, mittlerweile an einer Elite-Uni auch tätig. Und die hat gesagt, eine Lebensweisheit dort von sich gegeben, die hat gesagt, also sie hat für sich beschlossen, sie will sich nie im Leben damit aufhalten, eine ehemalige irgendwas zu sein, ja, also eine ehemalige Außenministerin oder sonst irgendwas. Sie ist viel lieber eine zukünftige irgendetwas anderes. Ja. Cool. Und ich habe mir gedacht, stimmt eigentlich, also was bin ich jetzt? Ich bin ehemaliger Kampagnenchef einer Partei. Aber was ist das? Ja, also will ich wirklich noch länger der ehemalige irgendetwas sein oder will ich nicht eher lieber der zukünftige irgendwas anderes sein? Und ich habe dann theatralisch an meinem 30. Geburtstag entschieden, ich bin jetzt Unternehmer. Habe das an meinem Geburtstag auch verkündet. Nein. Alle haben gesagt, und was machst du jetzt? Ich habe gesagt, ich weiß es noch nicht, aber ich bin jedenfalls Unternehmer. Und habe dann auch danach unmittelbar gegründet. War aber noch nicht klar genau, in welche Richtung es geht. Also ich habe das dann wirklich für mich auch geschärft und bin dann irgendwann draufgekommen, okay, ich mache einfach das, was ich kann und gerne mache.
und das waren zu dem Zeitpunkt Kampagnen. Ja? Aber ich mache es auf meine Weise, ich mache es auf eine Art und Weise, wie es vielleicht andere noch nicht gemacht haben, ohne Kompromisse, ohne Einflüsse von, und Einschränkungen von irgendwas, sondern 100% nach meiner Vorstellung, und aus dem ist das Campaigning-Büro entstanden. Wahnsinn. Vielleicht noch ganz kurz, was sind so deine Learnings, weil du bist ja mittlerweile auch ein Keynote-Speaker global oder in Europa sehr gefragt, unterschiedliche Themen, die du vorträgst, natürlich dein Kernhandwerk, Kommunikation, aber natürlich auch Führungsthemen, Strukturthemen und das, was du jetzt angesprochen hast, die Learnings aus der Politik. Gibt es für die Unternehmer ein paar Learnings, die du schildern kannst, die man von der Politik lernen kann? Na, extrem viel aus meiner Sicht. Und tatsächlich, ich verstehe auch, es fällt vielen schwer, sozusagen das zu glauben. Ja? Aber ich glaube schon eines, man lernt in der Politik, Menschen für eine Sache zu gewinnen. Und man darf nie vergessen, in der Politik gibt es eigentlich nichts zu kaufen. Ja? Und trotzdem tun Menschen was und tragen was bei und kriegen aber nichts dafür. Das wäre ungefähr so, wie wenn du in den Supermarkt gehst, denen Geld hinlegst und nichts mitnimmst. Ja. Ja? Auf die Idee wird man nicht kommen, aber genau das passiert jeden Tag in der Politik. Es wird was anderes gehandelt in der Politik, nämlich es werden emotionale Bedürfnisse gestillt. Und ich glaube, das kannst du in der Politik auf eine Art und Weise lernen wie nirgendwo anders, in NGOs wahrscheinlich auch noch. Ja? Und das ist das, was wir lernen müssen, weil ich bin davon überzeugt als Unternehmer, dass auf einer transaktionalen Ebene, nämlich auf der Ebene unserer Produkte, Features, Funktionen, ganz ehrlich, wollen wir mit dem irgendwem begeistern? Also alles, was wir tun, ist doch irgendwo anders schon von wem anderen auch erfunden. Wie viel wirkliche Innovation gibt es, was nicht anderswo auch schon ist? Unser Handy, was kann dein Handy anderes als mein Handy? Nix, ja? Obwohl es von unterschiedlichen Marken ist. Ja? Mhm. Also ist die Frage doch eigentlich, was verkaufen wir auf einer emotionalen Ebene? Ja? Und das lerne ich in der Politik. Ja? Ist das eine Frage, die sich auch ein am Markt agierender Unternehmen, das Produkte verkauft, stellen kann und die Produkte so oft zu verkaufen? Ich glaube, das muss es. Ich glaube, das muss es. Ich sage immer die Frage, wenn ich jemanden frage, was verkaufst du? Ja, dann sagen die meisten, ich verkaufe ein Magazin ich verkaufe Wasser oder ich verkaufe dieses, jenes. Und ich sage dann oft auf, aber was verkaufst du wirklich? Und dann schaue ich mir die Leute an und ich sage, was meinst du damit? Und ich sage dann, okay, was verkaufst du auf einer emotionalen Ebene? Was ist das Gefühl, das du verkaufst? Was ist der Zustand, den du verkaufst? Was ist das Bild von der Zukunft, das du verkaufst? Ja? Also was ist es, was verkaufst du, wonach Menschen auch streben können? Und wenn wir auf das eine Antwort finden, glaube ich, dann geht plötzlich ein völlig neues Feld auf für Unternehmer. Ja? Wie viele Unternehmer haben eine Antwort auf diese Frage? Ja, noch wenige, aber immer mehr. Okay. Ja, also ich merke das, ich beobachte das ja seit vielen, vielen Jahren, weil natürlich gerade unser Campaigning-Ansatz das gewissermaßen ja auch voraussetzt, eine Antwort auf diese Frage zu haben. Und ich beobachte das seit vielen Jahren und ich stelle eines fest, das war vor 7 Jahren, als ich begonnen habe, haben alle mich angeschaut mit großen Augen und gesagt, was willst du mit dem Ansatz, das ist doch nur für Politik, ja? Was tun wir da? Und dann Schritt für Schritt geht es immer weiter und ich merke, dass sehr große Unternehmen, ja, teilweise international agierende Unternehmen, die wirklichen Early Adopter, die riechen die Lunte schon und fangen an, sich mit dem zu beschäftigen. Ja. Und gerade im Bereich der Startup-Szene, gerade im Bereich der jungen Gründungen erleben wir das sehr oft, weil wir da sehr viele intrinsisch angetriebene Unternehmer auch finden. Nur, und da sind wir beim Punkt, ich glaube schon eines, der eigene intrinsische Antrieb ist per se noch zu wenig. Also start with why. Ja. Also mein Warum zu haben ist die eine Sache. Die Frage ist, was für Bedeutung hat mein Warum für andere? Für den Markt, ja. Und denn die Frage zu beantworten ist der Schlüssel. Ein spannendes Thema noch. Du hast gesagt, es ist sozusagen die Voraussetzung, und daran möchte ich anknüpfen, dass man das hat und da sozusagen noch eine Fragestellung zu deiner Arbeit. Wenn jemand zu dir kommt, kannst du diese Voraussetzung, diese DNA für den erfinden oder muss man das haben, muss man das auf den Tisch legen und mit sich bringen? Ich glaube, ich kann sie herausfinden. Ja. Ja? Ich glaube auf jeden Fall, dass sie in dir liegt und nicht in mir. Ja. Ja? Und wenn wir beide die Frage beantworten müssten. Ich glaube, ich kann helfen, sie herauszufinden. Das auf jeden Fall. Würde ich sie dir am Reißbrett designen und mitgeben? Nein, weil am Ende ist es ja deine Sache, nicht meine. Ja, ja genau. Und ich glaube, ich definiere, für mich definiert ein Konzept, das nennt sie ansteckende Begeisterung. Also was brauchst du, damit wirklich sich das, wofür du brennst, auch wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja? Und das ist für mich am Schnittpunkt von dem, was wichtig für dich ist und gleichzeitig Bedeutung für andere hat. Und da kommt irgendwie das ins Spiel. Ne? Also würde ich dir jetzt am Reißbrett was designen, deine Mission, deinen Purpose, deinen Antrieb, was auch immer, und das ist dir eigentlich egal, na, wie weit wird dich das tragen? Ja. Ja? Der gute alte Steve Jobs hat einmal gesagt, warum es so wichtig ist, dass man Leidenschaft fürs eigene Tun hat. Er hat darauf gesagt, na, weil man es sonst nicht aushält, und da ist was Wahres dran. Ja. Na, und du sagst ja, ich habe jetzt ein bisschen deine Social-Media-Kanäle beobachtet, du sagst ja immer wieder, Begeisterung kann man ja nur geben, wenn man sie selber hat. Absolut. Das bedeutet wahrscheinlich aber genau dasselbe da. Wenn ich für die Produkte nicht diese Begeisterung und Vision habe, dann hilft das auch nicht, wenn du jemandem was aufschreibst auf dem... Absolut.
absolut. Wobei ich eines noch präzisieren würde. Ich glaube, die Begeisterung für die Produkte ist die eine Sache. Ich glaube, leichter und einfacher ist es, die Begeisterung zu identifizieren für die Überzeugungen dahinter. Ja. Ja, weil begeistern wir uns für Produkte, ich weiß nicht, schauen wir uns das Glas an oder das Wasser, das drinnen ist. Ja? Wie begeisterungsfähig ist das? Aber würden wir was darüber erfahren, mit welchen Überzeugungen sozusagen dieses Produkt auch gestaltet wurde, mit welchen Überzeugungen dieses Produkt an den Start gebracht wurde, dann haben wir was, wo wir emotional auch anknüpfen können. Ja, nehmen wir unser Printmagazin, wir machen das, weil wir das an das Unternehmertum glauben. Weil wir, absolut. Und das, okay. Das spürt man. Und das, okay, spürt man. Ja, ja, danke. Business Gladiators als letzter Kapitel sozusagen in diesem ersten Einstieg. Das ist eine neue Ausgründung. Ja. Wir haben uns gedacht, ich habe die letzten schätzungsweise 4-5 Wochen dich immer wieder stärker auf Social Media, Facebook und so weiter gesehen und ich dachte mir, ich muss mich bei dir was melden. Macht er? Was macht er da? Was macht er da? Ich habe gesagt, bei Philipp tut sich was, da müssen wir jetzt anrufen und mit ihm reden. Was ist da los? Was machst du da? Philipp testet. Ja? Das ist die Antwort auf deine Frage. Ja? Testest du? Ja, wir probieren gerade viele Dinge aus. Was ist Business Gladiators? Business Gladiators ist mein zweites Unternehmen. 7 Jahre nach Gründung des Campaigning-Büro habe ich ein zweites Unternehmen gegründet daneben, meine Schwesterfirma sozusagen, das Campaigning-Büro. Und auch wieder aus einer grundtiefen Überzeugung heraus. Ich habe unter zwei Dingen in meiner Arbeit als Campaigning-Büro oft sehr gelitten, muss ich ehrlich sagen. Und das eine ist, wir haben eine Erfahrung gemacht im Campaigning-Büro, das ist, diejenigen, die mit uns arbeiten wollten, haben oft sehr hohe Hürden gesehen, natürlich mit uns zu arbeiten. Warum? Das Campaigning-Büro bietet eine sehr komplexe Dienstleistung an, die Einstiegshürde auch ökonomisch ist relativ hoch. Ja. Das schreckt kleine und mittlere Betriebe oft ab. Ja. Okay. Also ein kleiner und Mittelbetrieb nimmt sich selten große Agenturen, großen Berater, einen großen Technologiedienstleister für seine Anstrengungen und hat das auch oft nicht in seinem finanziellen Rahmen auch ermöglichbar. Das ist das eine, was mir sehr leid getan hat, weil da oft auch wirklich Unternehmerpersönlichkeiten dabei waren, die uns unglaublich getaugt haben und wo wir gesagt haben, okay, mit denen wollen wir eigentlich arbeiten, aber am Ende des Tages ist auch unser Unternehmen angetreten, langfristig Erfolg zu haben und das bedeutet, dass wir nur Dinge machen können, die auch ökonomisch darstellbar sind. Das war der erste Punkt, mit dem ich mir schwer getan habe, nämlich, dass wir eigentlich mit einer Gruppe, die ich liebe, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, Klein- und Mittelbetriebe, Menschen, die richtig andrucken wollen, dass wir mit denen nichts tun können. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe schon gespürt über die Jahre, dass Teil der Aufgabe des Campaigning-Büro oder Teil des Wirkens des Campaigning-Büro auch eine gewissermaßen versteckte Mission ist. Und diese Mission ist schon, Unternehmerinnen und Unternehmer zu bekehren, gewissermaßen auf einen anderen Track einzuschwingen, sie ein bisschen loszulösen von ihrem Produktdenken, Feature-Denken, diesen Preis lauter, schneller, billiger, diese ich würde sagen, betriebswirtschaftlichen Regeln des Marktes, an die ich in dem Ausmaß nicht glaube, wo ich glaube, wenn man das Feld betritt, das man eigentlich schon fast verloren hat im Regelfall, sondern dass es ein anderes Feld gibt auf der Frequenz, auf der wir gerade vorhin gesprochen haben, der Überzeugungen, der Begeisterung, der Leidenschaft für das eigene Tun, wo man Menschen auf einer neuen Ebene erreichen kann. Und das war der zweite Punkt. Ich habe diesen missionarischen Anteil identifiziert im Campaigning-Büro, habe aber für mich festgestellt, dass er das Unternehmen Campaigning-Büro oft etwas mehr belastet, als er ihm bringt, weil es ist nicht immer gut, jeden Kunden zu bekehren, sondern manchmal ist es einfach gut, auch deinen Job zu machen als Dienstleister, um nicht immer eine versteckte Mission dahinter zu haben. Ja? Und deswegen habe ich diese beiden Dinge genommen und sie in ein Unternehmen gepackt. Und das Unternehmen heißt Business Gladiators. Okay. Und wie der Name schon sagt, will es Unternehmerinnen und Unternehmer stärken, ja, zu Gladiatoren machen, zu Gladiatoren einer neuen Zeit. Und ja. Wie? Gibt es da auch die Skills des Campaigning-Büros, die da hineinfließen? Natürlich, also es ist untrennbar. Wir sitzen auch im gleichen Büro. Die neue Firma hat 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir mit einem herausragenden Team an den Start gehen, das mir wirklich große Freude bereitet und das unglaublich, wirklich toll agiert, auch schon in der ersten Phase. Also wir haben das alles auch wirklich als Ökosystem gedacht, weil es ist natürlich von meiner unternehmerischen Vision nicht trennbar. Ja, also sowohl das Campaigning-Büro als auch Business Gladiators agieren unter der gleichen unternehmerischen Vision. Ja. Ja, es ist die Vision von Unternehmen, die mit Leidenschaft und Begeisterung was im Leben anderer bewirken. Und das Campaigning-Büro hat dabei den Job, anderen dabei zu helfen, zu verändern, wie sie mit diesen Menschen interagieren. Und Business Gladiators hat dabei den Job, ihnen zu helfen, auf diesen Track, auf diesen neuen einzuschwingen, ja, indem wir Weiterbildung anbieten, indem wir Mentoring anbieten, indem wir Coaching anbieten, indem wir wirklich Unternehmerinnen und Unternehmer stärken in einem Do-it-yourself-Ansatz. Also was wir nicht machen, bei Business Gladiators ganz klar nicht tun, wir machen keine Dienstleistung. Ja, weil ich wollte dich gerade fragen, wie schaffst du es jetzt mit der neuen Firma eigentlich einen ähnlichen Wert zu bringen,
zu einem Preis, das anscheinend weit davon entfernt ist, was dort verlangt wird. Wie schaffst du das? Und die Antwort ist ganz klar, do it yourself. Okay. Ja, und das ist auch, wenn man so will, eine erzieherische Maßnahme. Ja. Warum? Ich will nicht mehr mit Business Gladiators, mit Unternehmerinnen und Unternehmern arbeiten, die sich abputzen wollen und andere zahlen wollen, um den Job erledigen zu lassen. Sondern ich will Überzeugungstäter. Ich will Menschen, die wirklich was erreichen wollen. Ich will Menschen, die sich ihrer Verantwortung als Unternehmer bewusst sind. Und solche Menschen haben auch kein Problem mit einem Do-it-yourself-Ansatz. Das tun die jeden Tag. Ja. Die sind das gewöhnt. Die wissen, was ich erreichen will, muss ich umsetzen. Das ist in einem Dienstleistungssetting nicht immer so. Und deswegen haben wir die ganz klare Kante gezogen. Heißt, das wird in Richtung Train the Trainer gehen? Gibt es da schon konkrete Produkte? Es gibt viele Gedanken. Also wir testen, das war meine erste Antwort, wir testen sehr viel. Wir testen gerade, was sind die Themen, was sind die unterschiedlichsten Anliegen, die auch Unternehmerinnen und Unternehmer auch beschäftigen. Es wird jedenfalls im weitesten Sinne im Bereich der Weiterbildung sein und des Coachings. Das darf man sich nicht unmittelbar jetzt vorstellen, dass ich jetzt meinen Tag verbringe mit 10 Coachings in Serie. Wir werden da Gruppenprogramme entwickeln, wir werden Gruppen-Mentoring-Programme entwickeln, wir werden Online-Trainings entwickeln. Das Ziel ist schon, dieses Wissen, und mit Wissen meine ich einerseits mein Wissen aus 15 Jahren Arbeit, Menschen begeistern und bewegen, aber auch mein Wissen aus 7 Jahren Unternehmerdasein. Das Ziel ist schon, dieses Wissen möglichst vielen Menschen auch mitzugeben und dafür entwickeln wir jetzt die Formate und werden wir spannende Dinge ausprobieren. Also das neue Jahr wird spannende Sachen bringen, so viel steht fest. Philipp, großartig. Danke dir für diesen ersten Einstieg, für diese erste Serie und Folge. Wir melden uns dann nächste Woche mit der zweiten oder in der nächsten Zeit mit der zweiten Folge. Wir werden Sie sozusagen gut vorbereiten mit dem Philipp. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald. Die nächsten 4 Folgen kommen in der nächsten Woche. Danke fürs Interesse.